Sapperlot, Burschen, jetzt steht's doch nicht so zusammen. Who's that Pokémon? It's no way for you! Willkommen bei der Inter-Selbsthilfegruppe. Schön, dass Sie sich eingeschrieben haben. Es beginnt. Wir fangen heute an mit einem grandiosen Int im Jungle. Oh Leute, ich bin komplett im Eimer. Nehmt mich in den Arm und sagt, alles wird wieder gut. Ich habe heute Sport gemacht. Es war furchtbar. Bist du gerade erst aufgestanden? Nee, ich habe heute Sport gemacht. Also tatsächlich war ich heute richtig aktiv bis jetzt. Oh shit, ihr habt First Blood verpasst. Ups. Aber wir haben schon First Blood. Freut euch, Kinder. Ich habe aber nicht mal einen Assist bekommen, weil ich gerade noch im Chat gelesen habe. Verkauft? Ne, ich hätte ja keinen E davor. Ich hätte leider keinen E davor. Ne, und flasht oder nicht? Weil der mich niemals killen kann, ne? Wo mich halt niemals killen, gib wohl. Ich soll über die Wand flashen, wenn alle meine Cooldowns da down sind und den Out-Attacken. Hört sich nach einem brillanten Plan an. Hört sich wirklich, also nach einem exquisiten Plan hört sich das sogar an. Ja, zack, zack, zack. Würdest du sagen, dass Jungle die beste Secondary-Role für Midlaner ist? Naja, Mitte ist die beliebteste Rolle in-game. Das heißt, die zweitbeliebteste Rolle ist deine beste Secondary. In meiner Elo ist das meines Wissens Jungle. In niedriger Elo ist das meines Wissens Top-Lane. Das heißt, also praktisch, wonach du schaust, ist, du versuchst, die Rolle zu spielen, die am beliebtesten ist nach deiner Rolle. Autoticken hat keiner was gesagt. Achso, dass ich da rüber... ja, was soll ich denn sonst machen, wenn ich rüberflashe? Weißt du, die Sache ist halt... Okay, wenn der das E... Wenn du so reagieren kannst, dass du das E über die Wand prediktest, über das E-Flash, dann ist es besser, rüber zu flashen, weil dann dein Autotick den Unterschied machen kann. Das Problem damit ist aber... ich war einfach zu langsam, weißt du? Die Sache ist, wenn du rüberflash, keine Cooldowns hast und der ein Doppel-E auf uns beide trifft, killt er uns einfach beide. Beziehungsweise dann bist du praktisch ein Helfsack, auf dem er hüpfen kann. Ich glaube, beide killen ist schon sehr ambitioniert, aber auf jeden Fall wäre es kann das zum absoluten Desaster führen. Oh mein Gott, der Orngott. Oh mein fucking Gott, der killt die einfach beide. Muss mir leid tun. In der Mitte, das sieht nach einem formidablen Game aus, ja. Oh, die Situation habe ich irgendwie falsch eingeschätzt da. Ich dachte, wir nehmen da direkt noch einen Hops, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir gehen für die On-Repeat-Hopsung. Das war ganz schön tilten für den Ryze. Ach, sag doch sowas nicht. Das hat ihm bestimmt Spaß gemacht, das Play gerade. Das war bestimmt ein richtiger Laune-Hieber für ihn. Welche Elo ist das? Das ist ein Game vor Grandmasters, der kommt. Das heißt, wenn wir das Game gewinnen, sind wir Grandmaster. Ja, wir haben jetzt 3 Tage in Folge Challenger-Games gepusht. Heute werden wir uns einen Erholungstag gönnen in Grandmaster. Einen Tag Erholung in Grandmaster. Und dann ab morgen machen wir noch einen Challenger-Aufwärmtag für die neue Season. Und danach, dann geht's ja eh los. Ich würde super gerne mal Qiyana in der Elo probieren hier. Aber ich habe das Gefühl, dass ich komplett in bin, wenn ich Qiyana spiele. Der hat jeder von den Pikewolves bekommen? Weil die sahen ja vollkommen daneben aus, oder? Die haben alle gezählt? Really? Bei dem sieht Akshan echt relativ broken aus, ne? Okay, einmal kurz back to base hier. Und uns unseren Harvester. Jetzt wollen wir hier langsam nach oben. Ich werde ein bisschen brauchen. Okay. Ja, der hat meine Crux genommen irgendwie. Oh shit. Und nach oben kommen. Here comes the pain. Here goes the pain again. Genau, watch this magnificent play, guys. Nenne es den Krönchen-Outplayer. Seht ihr das?
3 Münzen für den Baba. So, dann können wir uns hier einmal die Raptoren nehmen. Habt ihr jetzt gesehen, wie wir ums Krönchen darum gespielt haben? Like a Baus. Natürlich die Frage, was wir uns hier kaufen wollen. Ich meine, wir könnten ihn Idiot sein und Majays holen, was überhaupt keinen Sinn macht und ein riesiges Risiko darstellen würde. Dann wiederum, Idiot spricht mich persönlich irgendwie an. Ich schwimme nicht mit dem Fisch von, mit dem Strom dieser ganzen Normalen. Ich mache meinen eigenen Kopf. Ich habe meine eigenen Gedanken. Wisst ihr, ne? Sag mal, ist Pike ein Nerf für Majays? Oder kriegst du die vollen Stacks, wenn er jemanden killt? Wir finden es raus. Hol dir Collector. Ich hab Dann wäre es natürlich wieder sehr typisch, wenn ich hier sterbe, ne? Oh mein Gott, hat er den gekillt. Der macht ordentlich von Winner in der Action, not gonna lie. Wir haben unsere ersten 2 Stacks uns gegönnt. Das ist doch auch schon mal was wert. Was ist das hier? Dann können wir schnell in unsere Topseite jungeln, würde ich sagen. Ich muss sagen, diese neuen Drakes machen gefühlt viel mehr Schaden als die alten. Oder bilde ich mir das ein? Haben die mehr DPS als die alten Drakes? Ja. Wenn ja, warum? Das macht doch keinen Sinn, oder? Warum sollten die mehr DPS haben, die Dinger? Der Rumble wird wahrscheinlich irgendwo in seiner... Oh, ist das Trigger. Das war kein Freakle, der hat actually den Akshar gekillt. Die haben unten währenddessen die Dings bekommen. Geht er weiter? Nee, ne? Komm, kann es eigentlich nicht sein. Die hätten wir uns geschnappt, den Kollegen. Keine Ahnung. Das war, by the way, insane. Leute, nur damit ihr das mal kurz wisst. Es war sehr, sehr risky, da in die Mitte von den Ballen zu flashen und es hätte easy schief gehen können. Ja, Mod-Team ist tatsächlich ziemlich stacked, was Kompetenzen angeht, ja. Ich habe Informatiker, ich habe Chemiker, ich habe Pharmazeuten, ich habe, was habe ich noch? Yes, Arbeitslose. Yes. Das ist das absolute Kompetenz-Team. Hier könnte der Xerath noch rumstehen. Schauen wir mal, ob wir den finden. Ich weiß nicht, ob der gesehen hat, dass wir hier sind. Ja, wir sind immer noch inkognito, Baby. Inkognito. Oh, Baby. Hier entlang. Hey, 25 Majestics. Wer hat dir jetzt gesagt, dass das eine schlechte Idee ist, Majestics zu bauen, ha? Huh? Seid ihr jetzt überzeugt von der Majestics-Strategie hier? Wollen wir jetzt als nächstes einfach Rabadons gehen? Richtig Wurm bekommen? Der gemeine Fettsack versteckt sich im hohen Gras. Wird der Jordel auf ihn hereinfallen? Macht keinen Schaden. Ich doch eine richtige Combo spielen müssen und nicht nur die Budget-Version. Da war kein cleaner One-Hit. Oh, sag mal, Blumstaffin, kommen Sie mal ran hier. Ich hab da eine Fessel für Sie bereitgestellt. Oh ja, das ist ja sanfte Prise hier. Oh, das ist ja ganz gefährlich. Ja, sag mal, Irelia-Spieler, das ist ja Wahnsinn, wie du dich bewegst. Oh, und der Reiz-Spieler, ja, ganz, ganz gefährlich. Hoi, das habt ihr super gespielt, Burschen. Ganz klasse, ey, ganz, ganz klasse. Geh mal kurz Auto-Tacken. Und das Kur da hinten timen. Super. Dann gehen wir einmal kurz in die Bosses. Geh. Schauen wir, dass wir jetzt nichts für Robodons gehen. Wir haben wohl nicht den bayerischen Gragas im Team dabei gehabt, ne? Enemy Triple Kill. Und alle revived. Ein Enemy Quadra Kill? Was macht ihr denn? Wir könnten jetzt relativ sanften Schaden an den Gegnern ausüben. Mit diesem Item-Bild, ja. So, Ballot, Bösschen, jetzt steht da nicht so zart. Da kann es ja nicht funktionieren, wenn ihr nicht den Sicherheitsabstand halt. Oh, sag mal, du bist ja auch noch da. Hoppa, ja, super gespielt. Und da schau dir, wie die Skillshots fliegen. Geil, sehr geil, ey. Können wir das hier machen? Ja, gleich habe ich Smite ab. Da beginnt schon Voids dafür als letztes Item. Und noch mehr Burst. Oder wir gehen einfach Shadow Flame. Ich meine, eigentlich, na gut, da kommen 2 Witze. Das ist Voids.
bei 15.000 Subs komplett aus Stream auf Bayerisch. Nee. Ich glaube nicht, dass das lang lustig ist. Ich glaube, das ist mal für eine Aktion lustig und wenn man Gragas spielt. Aber ich glaube nicht, dass das langfristig lustig ist, ehrlich gesagt. Zumal ich ja auch immer nur dieselben Sachen sage. Oh, der Blomster. Ding, ding, ding. Hier kommt sie, die Blomster-Police. Ich muss ja nicht mal ulten. Ach, Blomster, du warst doch mal Rang 1. Das ist ja gar nichts. Aber das wird schon. Komm, ich stell dir mal Fessli hin. Nimmst du mal ein Zippe. Nee. Aber wie kann ich das abstellen? Irgendwie? Oh, ich kann ja nur die Wampe. Ja, hier. Schau, das fit dir. Ein bisschen sexuelle Schwungmasse, gell? Schau. Hoppa. Weiter geht's. Oh, mein Team ist schon wieder tot. Don't you even worry about it. I'm on my way. Oh, der Blomster ist ja schon wieder da. Ja, Bursche, schön, dass du hier bist. Geh mal. Zack, da. Oh, ich hätte ihn so schön dann noch killen können, ne? Das war ein wunderschönes, ja. Not gonna lie, das Game war beautiful. Und es war auch, also für die Inter-Selbsthilfegruppe, ein sehr schönes Einstiegssieg-Game. So, wenn auch noch wird hier, wahrscheinlich den Axel, ne? Der hat schon sehr gut gespielt. Ich glaube, wir sind jetzt wieder Grandmaster auf dem Account.